Apple Games, all Apple Games. Sie sind immer da, wo die richtig schlechten Spieler sind. Und willkommen bei Alte 4 Games. Mein Name ist Tim und ich spreche gerade Scheiße, ja. Ich sollte ein bisschen geschwollener reden, weil es handelt sich, mein Deutsch ist heute etwas im Keller. Es handelt sich um das Spiel Die Sims Mittelalter. Ein eigenständiges Spiel, im Sims-Universum, in dem es um das Mittelalter geht. Ich fange einfach mal ein neues Spiel an. Ich habe noch nicht wirklich was gespielt, deswegen müsst ihr es verzeihen, dass ich mich eventuell durch Tutorials klicken muss. Aber ich meine, Sims hat jeder schon mal gespielt. Ich bin ein großer Fan der Sims-Reihe. Sims 1 geliebt. Sims 2 fand ich gut. Sims 3, naja, aber trotzdem 12 Stunden am Stück gespielt einmal und dann war es das auch. Wie nennen wir unser Königreich? Ein Schloss, eine Burg, ein Castle sollte natürlich so heißen. Wolfenstein. Nur Gamer, die wirklich Ahnung haben, die sich auch wirklich Gamer nennen können, weil sie seit Jahren Gamer sind. Wissen, was ich meine. Ladezeit. Eigentlich sollte Wolfenstein jeder kennen. Achso, der geht doch ganz fix eigentlich. Ja, und schon beendet. So, du findest dich jetzt im Königreich-Modus. Ja, nein, ich möchte später da mehr drüber erfahren. Ich möchte darüber erstmal nichts erfahren und ich soll jetzt erstmal einen Typ machen und das mache ich soweit ich weiß hier. Nämlich genau so weit bin ich vorhin gekommen und dann war's das. So. Machen wir erstmal einen Monarch. Ein Monarch ist etwas Wichtiges, was weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es ist wichtig. Greift auf der Stelle einen Sim zu und nein, wir nehmen keine Frau, wir nehmen einen Mann. Lade. Der sieht jetzt auch schon komisch aus. Der erinnert mich an irgendjemanden, den ich aus dem Fernsehen kenne, aus die wilden 70er, diesen Inder, oder? Keine Ahnung. Eine ganz hohe Stimme. He-Man, Grace Skull, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so geschrieben wird, Grace Skull, aber ich sage jetzt einfach mal ja. So, Hautfarbe ändern? Nein, Hautfarbe hier. Da, nein, nicht so ganz. Das ist nicht Marilyn Manson. Ja, das ist gut. Altes Modifikator, machen wir ihn mal jung, machen wir ihn mal dünn und muskulös. Ja, so dünn ungefähr und muskulös, gut. Merkmale, das ist wie bei Sims 3 wahrscheinlich. Merkmale und größte Schwäche, ich glaube, man braucht später eine Schwäche. Okay, was ist denn He-Man? Was ist He-Man denn bitte? Freundlich. Und ein kreativer Koch ist er auch. Nee, lebenslustig. So, sollte gehen. Und ein... Achso, das ist ein böses Merkmal. Was ist er denn auch noch? Er ist... Was ist denn He-Man? Er ist... ich sag das jetzt lieber nicht. Das ist ein bisschen... Ja, ist halt blutrünstig einfach. Gibt's hier noch irgendwas anderes, was vor allem Merkmale böse ist? Natürlich was Gutes und größte Schwäche ist, naja, ne? Achso, ich mache mal lebenslustig weg und abenteuerlustig. Das ist gut. Steht hier noch irgendwas? Gierig, Blut. Nee, gut. Gut, nicht Glut. Danke, Tim. Du kannst richtig gut lesen, Tim. Wie machst du das immer nur, dass du so gut liest? Ja, ich hör auf. Frisur. Ich werde mich jetzt ein bisschen durch die... Warte mal. Nee, ne? Hier gibt's sogar schon eine He-Man-Frisur. Naja, zumindest so halbwegs. Ja, nehmen wir die einfach mal. Bart keinen, schon richtig so. Der sieht aber auch hässlich aus, der Typ. Nehmen wir mal irgendein Standardgesicht. Die sehen alle gleich aus. Na, okay, doch nicht. He-Man hat, glaube ich, blaue Augen, oder? Ich weiß gar nicht, was für eine Augenfarbe hat He-Man. Ich glaube, der hat einfach nur schwarze Augen. Nehmen wir jetzt auch mal so graue Augen. Weil es halt graue Augen auch gibt. Eine Geiernase. Ja, von vorne sieht die ganz geil aus. Ich würde mit dem Typ den ganzen Tag reden wollen. So, und jetzt seine Klamotten. Weil es hier wahrscheinlich... Ne, hier gibt es keine He-Man-Klamotten. Dann nehme ich andere Klamotten, nämlich... Ja, nehmen wir mal die. Dann sieht er richtig Hammer aus. Dann könnten wir damit gleich Burgen erobern. Okay, Farben können wir auch noch ändern, aber scheiß drauf. Speichern.
also erstmal annehmen. Und dann verlässt der Stelle einen Sinn, so rum. Ja, und wir sind schon 5 Minuten dabei, ein Video zu machen und haben jetzt immer noch kein Spiel gesehen. Ich klicke da einfach mal drauf, weil mir gesagt wird, mach das. Erste Schritte. Ah, QP sind, glaube ich, Quest Points oder so. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Man muss Quests machen. Quest beginnen. Ja, und nu? Aha. Ich will aber nicht mehr erfahren, ich will darauf drücken. Ja, ich hätte auch gerne einen Mauszeiger. Ja, da habe ich auch bald mal wieder einen normalen Mauszeiger irgendwie los. Ja, hatte Sims 3 eigentlich ein Tutorial? Ein Frame. Oh Gott, das lädt gerade. Also ich kann mich da an kein Tutorial erinnern, aber okay, das ist das alte Sims. Da braucht man kein Tutorial. Ruckel, 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 ruckel. Warum hängt das so? Es ist Sims. Das hat nicht so eine Hammergrafik. Hofhalten. Sag ich jetzt einfach mal. So, was ist denn hier? Ja. Jetzt sind wir mal zu diesem Typ romantisch. Das kann nur witzig sein, deswegen, ja, okay, das Spiel hängt irgendwie. Das liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. Sorry dafür. Romantisch, Gunst erwerben. Oh! Aber 10 Erfahrungspunkte hat das gebracht. Franz hört ihm zu. Dann kämpfe ich jetzt mit dem. Stirb! Oh. Dann greife ich die jetzt an. Stirb! Bringen Sie um! Oh, jetzt ist sie weg. Mist. Ach ja, okay, ich hab wahrscheinlich, die Sache ist, ich beachte gerade das Gameplay nicht. Reinspähen. Ist das nicht mein Haus? Muss ich da reinspähen? Kann ich da nicht einfach reingehen? Jetzt hängt's. Toll. Okay. Meine Quest besteht darin, verwende die Etagen, Navigationssteuerung. Das müsste die hier sein. Nein, das müsste die sein, oder? Ja. Und was soll ich tun? Spiegel, hier müsste irgendwo ein Spiegel sein. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sag mir, wo du bist. Sofort. Ach da. Aufbrezeln. So. Zeit vorspulen. Wusch. Die Kamera kann man auch nicht mehr ganz drehen. Das ist irgendwie wie so ein Graf He-Man. Das wirkt für mich irgendwie jetzt... Warum Pause? Das ist mein Erfahrungsbalken. Ich will nicht mehr erfahren. Sorry, ich will jetzt Gameplay zeigen und nicht irgendwie was erfahren über das Spiel. Das wirkt aber irgendwie wie so ein Puppenhaus für mich, weil ich kann die Kamera nicht ganz drehen. Wahrscheinlich kann ich auch nicht viel hier aufbauen. Aber es scheint so, als hätte ich hier Aufgaben dank den Quests und so. Und ich denke mal, auch wenn das hier nicht das typische Bad nehmen, genau. Oh. Was? Ist zu verletzt, um zu baden. Warte mal, ich bin zu verletzt. Ich bin zu verletzt. Man kann hier verletzt sein? Okay, das Spiel ist anders als die anderen Sims, definitiv. Und jetzt sind wir im Kaufmodus und ich bin im Kaufmodus, weil ich was kaufen wollte. Was kaufen wir denn mal? Ich will mal kurz gucken, was es hier für Gegenstände gibt. Ja, okay. Ein Fernseher gibt es aber sicher nicht mehr, oder? Ich denke, den haben sie, glaube ich, rausgenommen. Würde ich jetzt mal so sagen. Genau wie Stehlampen haben die auch rausgenommen. Natürlich haben die Stehlampen rausgenommen. Ist, falls jetzt irgendwelche denken, hey, du bist so doof, ich doch hier Mittelalter. Weiß ich. Ich mach Scherze. Hahaha. Was war das für eine Lache gerade? Ich habe Angst vor mir. Jetzt hängt's und jetzt hängt's. Ah, okay. Jetzt geht er in diese Ansicht. Ja, okay. Königsreitpunkte. KP. Ja, KP heißt für mich eigentlich Kampfpunkte. Aber okay. Oder Kraftpunkte oder irgendwas anderes. Baue ich meine. Ah, ich habe gar keine KP. Ich will auch eine Kaserne bauen.
Und ein kurzer Nachtrag. Ja, ich habe das Video jetzt eigentlich beendet, aber jetzt dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe so wenig von dem Spiel gezeigt, das muss weitergehen. Und zwar bin ich jetzt weiter, habe das Tutorial durchgespielt, ich habe von ein bisschen rumgealbert, ich weiß, ich lege hier kurz was weg. Aber jetzt habe ich ein bisschen weitergespielt, habe gemerkt, oh, ich muss das nochmal hier einen Nachtrag machen. Ich lege nochmal hier so 5 Minuten kurz einen Nachtrag. Rufsograf, bla bla bla, Aufmerksamkeit richten. Bergfried, Königin Bergfried oder Besitztümer von Wolfenstein, ja, so heißt mein Schloss, ja, immer noch, habe ich vorhin, glaube ich, schon, ja. Ich werde mir die bürgerlichen Sachen ansehen. So, mein Typ sieht jetzt auch anders aus, das ist nicht dieser Typ von der Rügenwalder Werbung, Rügenwalder, kennt ihr bestimmt. Also diese komische Werbung, wo der Reiter da kommt und dann so, wer ist das? Und dann so, Rügenwalder, Alter. Teewurst? Okay, ja, ich höre am besten auf zu reden. Ich habe das Spiel minimiert. Und, wo muss ich hin? Durch Wolfenstein gehen. Ja, irgendwo hin einfach nur. Dann gehe ich mal hier hin. Und vorspulen. Hup, hup. Jetzt, läuft das auch schon viel flüssiger. Das lag wirklich von an der, okay. Zum Stadtplatz reisen oder Grubenbestie füttern. Ich nehme jetzt einfach mal die Grubenbestie, weil es irgendwie cool wirkt. Aber nein, da soll ich gar nicht hin. Ich, Moment, wo ist die Grubenbestie? Ist das die Grubenbestie? Stadtplatz. Grubenbestie, da. Ja, ich habe das Spiel ein bisschen weiter gespielt, das Tutorial durchgespielt. Ich habe den Faden verloren. Jetzt läuft es auch flüssiger. Wo bin ich jetzt? Ich stehe hier und was sollte ich hier nochmal tun? Das bla 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 bla. Hunger, genau, mein Magen. Grubenbestie füttern. Wie kann ich die jetzt füttern? Vor allem, wo ist die Grubenbestie? Ist sie hier drin? In Grube springen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe ja eh nichts zu verlieren. Ich liebe diesen Humor. Sterbe ich noch, oder? Oder guck mal, wo Leute... Geil, Mann. Und bin ich das jetzt? Ja, Graf Tim. Ich sehe... Ey, Hammer! So ein Verbandsfeuer hier. Das sieht so cool aus. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Da kann mir wahrscheinlich nichts passieren. Ich sollte sie doch füttern, glaube ich. Das war sehr klug von mir. So, ab dahin. Ach, ich kann ja auch hier hinklicken. Noch 2 Minuten Zeit. Ah, ich will jetzt. Was soll ich tun? Im Wald auf die Jagd gehen. Okay, wo habe ich mein Inventar? Da, ich habe sogar ein Schwert ausgerüstet. Man kann sich Schwerter kaufen, also Waffen kaufen. Man kann sich die auch noch irgendwie ein bisschen verbessern. Man kann auf Abenteuerjagd gehen, man kann kämpfen. Königliche Jagd gehen, was der Unterschied zwischen den beiden ist, weiß ich auch nicht, aber mache ich einfach mal. Davon kann ich jetzt aber auch nichts sehen, ich sehe nur, dass er Erfahrung kriegt. Und ja, das ist... Da bin ich und ich muss schlafen. Ich gehe schnell zu meinem Schloss, ist das? Will er gerade? Ja, nach Hause gehen, okay. Wo das Schloss auch immer ist, da ist es und dann ab nach oben, das wäre, ich klicke hier rauf, ich klicke so rauf, Moment. Es hängt. So, hier schlafen. Okay, das war's jetzt. Also es geht um Quests machen, die sind relativ einfach meistens. Zumindest anfangs noch später, also weiter habe ich ja noch nicht gespielt. Die ändern sich, soweit ich weiß, auch, je nachdem, was für Merkmale man am Anfang gewählt hat. Zum Beispiel, wenn man böse ist, dann muss man halt so einen Typ fassen, indem man ihn vom Pranger stellt. Und wenn man gut ist, glaube ich, muss man auf ihn einreden oder so. Ich muss den vom Pranger stellen, weil ich böse bin. Der Rügenwalder Typ. Feierabend, wie das duftet. Okay, das war's. Ja. Mein Name ist Tim und bis zum nächsten Video. Tschüss!